Wissen wir mittlerweile, welcher Schüler diese schreckliche Hetzschrift verfasst hat? Das war der Hubert Aiwanger. Der Hubi. Aiwanger? Auweia. Aber ich hatte das Blatt doch nur in meiner Tasche. Er hat es geschrieben. Was denn, Sie? Ich? Nein, ich glaube, er meint seinen Bruder. Aber er hat es doch schließlich verteilt. Nein, das Blatt lag einfach nur in der Tasche rum. Wieso liegt sein Blatt in Ihrer Tasche? Meins? Nein, ich kann gar nicht schreiben. Das war eindeutig seine Schreibmaschine. Also Ihre. Nein, unsere. Das gibt eine Strafarbeit. Für mich oder für ihn? Idiot. Ich? Nein, er. Herzlich willkommen zu Extra 3. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra 3. Ich begrüße Sie ganz herzlich als Menschenfreund, der ich bin. Zumindest seit heute Morgen 8.30 Uhr. Was davor war, ist mir nicht erinnerlich. Es ist doch etwas seltsam, was man da für Geschichten hört aus dem schönen Bayern von Hubert Aiwanger. Ich muss sagen, von Hubert Aiwanger wusste ich bislang nur, er ist stellvertretender Ministerpräsident in Bayern, Chef der Freien Wähler und der politische Arm des bayerischen Nutzviehs. Seit einigen Tagen wird nun aber diskutiert, ob Aiwanger möglicherweise ganz anders ist. Ein Holocaust-Verharmloser, ein Antisemit. Dazu sagt er glasklar: Seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Immerhin, seit dem Erwachsenenalter kein Antisemit, kein Extremist. Das konnten in der Geschichte der Bundesrepublik nicht alle Politiker von sich sagen. Nun hat er aber als Schüler den Holocaust verharmlosendes Flugblatt in der Tasche gehabt. Ekelhaft und menschenverachtend, von dem sich Hubert Aiwanger distanziert. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert Aiwanger. Genau. Die Sache ist nämlich komplizierter, wie wir seit einigen Tagen wissen. Es gibt nämlich zwei Aiwanger. Der Typ hat noch einen Bruder. Seit ich das weiß, wache ich nachts schreiend auf. Und das jetzt, wo meine Therapeutin in den Ruhestand gehen will. Furchtbar. Der Bruder sagt, er habe das Flugblatt geschrieben aus Frust, weil er sitzen geblieben war. Klar, wenn man sitzen bleibt, wird man zum Antisemiten. Das ist nachvollziehbar. Wenn der Aiwanger Helmut zu doof für Mathe ist, dann sind die Juden schuld. Es hat ja auch nicht Adolf Hitler den Krieg angefangen, sondern sein unbekannter Bruder Justin Hitler. Weil er das Seepferdchenabzeichen nicht bestanden hatte. Und nicht Wladimir Putin hat Prigozhin abschießen lassen, nein, es war seine Tante Olga Putin. Tante Olga von der Wolga. Aus Wut, weil sie ihr Sudoku nicht lesen konnte. Aiwanger hatte das Flugblatt nur in der Tasche. Ob er es verteilt hat, ist ihm nicht erinnerlich. Sein Bruder verbreitet ja die Theorie, dass er möglicherweise die Flugblätter nur einsammeln wollte, um zu deeskalieren. Jetzt ergibt sich natürlich für Aiwangers Wähler daraus ein schrecklicher Verdacht. Gehörte Aiwanger damals womöglich zur Antifa? Nicht auszudenken. Hubert, der das Flugblatt angeblich nicht geschrieben hat, bekam aber trotzdem als Strafe ein Referat aufgebrummt, weil er dieses Flugblatt oder mehrere davon im Tornister hatte, es aber nicht rausgeholt hat. Gab es also in Bayern im Jahr 1987 für Schüler noch Taschenkontrollen? Oder war das Land ein Jahr nach Tschernobyl so verstrahlt, dass die Lehrer mit den Augen röntgen konnten? Fragen über Fragen. Erstaunlich aber, wie sich Bayern verändert hat. Für Hetzschriften, die den Holocaust verharmlosen, war die Konsequenz damals ein Referat. Wenn man heute mit einer Tube Sekundenkleber in München gefunden wird, ist die Konsequenz 1.000 Euro Zwangsgeld. Ganz vertrackt ist die Situation für den Ministerpräsidenten, für Markus Söder. Einerseits will er hart durchgreifen, er will sich als Mann der Tat beweisen. Andererseits will Söder Aiwanger natürlich auch nicht entlassen, er will ja weiter mit ihm koalieren, weil er neben ihm im Vergleich wie ein sehr sympathischer und kompetenter Politiker wirkt. Markus Söder hat sich dann einen Trick überlegt, um nicht sofort entscheiden zu müssen. Wir werden 25 Fragen, die wir zusammenstellen, an Hubert Aiwanger zur Beantwortung geben. Er selbst hat zugesagt, diese Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten zu wollen. Ich kann mir ungefähr denken, wie die Fragen aussehen. Erstens, Nutella mit oder ohne Butter? Zweitens, lebt denn der alte Holzmichel noch? Drittens, glaubst du, es gibt einen besseren Ministerpräsidenten als Markus Söder? Viertens, warum gibt es keinen besseren Ministerpräsidenten als Markus Söder? Und so weiter und so weiter. Jetzt berichten ehemalige Mitschüler auch noch davon, dass Aiwanger einen Hitlergruß gemacht haben soll, wenn er ins Klassenzimmer kam, und dass er antisemitische Witze gerissen haben soll. Und das ganze Land fragt sich, was kommt denn da noch?
Ist denn da in Ihren Akten, in Ihren Schulakten irgendwas, was man da noch finden könnte, was Sie jetzt noch möglicherweise weiter belasten könnte? Lassen wir uns überraschen. Ja, super. Lassen wir uns überraschen. Ich muss sagen, für mich lief Aiwanger immer so ein bisschen unterm Radar. Ich fand ihn auch in satirischer Hinsicht nie wirklich satisfaktionsfähig. Vielleicht lag ich aber falsch. Sarah Bosetti hat die undankbare Aufgabe übernommen, sich Aiwangers Aussagen noch mal genauer anzusehen. Wie sich alle auf Aiwanger stürzen. Jetzt auch noch extra drei, ich glaub's ja nicht. Wir können doch den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten nicht nur an seinem 17-jährigen Ich messen. Was zählt, ist doch der reflektierte, menschenfreundliche, zurückhaltende, demütige, konstruktive Politiker, zu dem er sich entwickelt hat. Wir sollten nicht darauf schauen, was er vor 35 Jahren geschrieben haben könnte. Es reicht völlig darauf zu schauen, was er in den letzten paar Jahren geschrieben und gesagt hat. Bei der Demo in Erding zum Beispiel vor ein paar Monaten, das habt ihr wahrscheinlich auch noch nicht vergessen. Wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen, hat er gerufen. Anni, das war Gauland 2017. Aiwanger hat nur gerufen, dass die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss. Das ist ja zum Glück etwas völlig anderes. Und so ist es nämlich. Aiwanger ist ein Kämpfer für unsere Demokratie. Dass er dabei kurz mal die Existenz unserer Demokratie leugnet, ja komm, so genau nehmen wir es jetzt mal nicht. Immerhin hat er ansonsten zu jedem Thema eine fundierte Meinung. Sicherheitspolitik zum Beispiel. Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte. Und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Und er hat völlig recht. Zumindest in einer Welt, in der die einzige Alternative zum Messer in der Tasche Holocaust-verharmlosende Flugblätter in der Tasche sind. Entschuldigung, das ist natürlich eine grüne Schmutzkampagne. Überhaupt hat Hubert Aiwanger ein inniges Verhältnis zu den Grünen. Auf der Plattform X, formerly known as Twitter, hat er das Wort Grüne allein im vergangenen Monat 21 Mal verwendet. 21 Mal in 31 Tagen. Das schafft nicht mal Markus Söder. Der Grünen-Wahn von Hubert Aiwanger ist fast so krass wie der Gender-Wahn der AfD. Er schreibt dann so Sachen wie: Eine starke AfD ist strategisches Kalkül linker Kreise, um Grüne in Regierungen zu bringen. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nur strategisches Kalkül rechter Kreise. Womit ich nicht sagen will, dass Hubert Aiwanger rechts ist. Nein, Menschen, die Sätze wie den folgenden sagen, sind nicht rechts, sondern der mittigste Mittelpunkt der Mitte der Gesellschaft. Wenn wir dafür sorgen, dass die guten Leute hier bleiben, brauchen wir nicht so viele andere ins Land lassen. Aiwanger ist schon ein interessanter Typ, rhetorisch zumindest. Jeder seiner Sätze ist eine Faust, die wütend auf irgendeinen Stammtisch schlägt. Er fordert sogar, Politik muss wieder mehr auf die Stammtische hören und weniger auf ideologische Berater. Wenn du ChatGPT bittest, jeden möglichen Satz aus den Begriffen normales Volk, Bevormundung, Heimat und diese Syrer zu bilden, kommt dabei eine Aiwanger-Rede heraus. Er ist rhetorisch einfach Söders kleiner Bruder. Also nicht, dass Söder der Bruder wäre, der das Flugblatt geschrieben hat. Sowas würde er wirklich nicht schreiben. Aber es würde mich nicht wundern, wenn von Söder auch mal ein Flugblatt aus seiner Jugend auftauchen würde. Eins, auf dem er den Atomausstieg fordert. Und dann noch eins von 3 Wochen später, auf dem er mehr Atomkraftwerke fordert. Und dann noch eins von noch 3 Wochen später, auf dem er den Atomausstieg fordert. Aber zurück zu Herrn Aiwanger. Mein momentaner Lieblingssatz von ihm ist dieser hier. Wenn es mich nicht gäbe, wäre das Land noch polarisierter. Lieber Hubert, lass mich dir mit einem Gedicht antworten. Ich weiß, du bist hier der Versöhner, der Sprecher des normalen Volks, des Anti-Antisemitismus, ein Menschenfreund mit Bayernstolz. Das kann ja sein, ich will dir trauen, will glauben, dass es Wandel gibt. Ich will dir in die Augen schauen und sehen, der Hass ist längst versiegt. Ich will die Reue gelten lassen, ich will, dass Menschen gut sein können. Dir zu verzeihen steht mir nicht zu und doch will ich dir Nachsicht gönnen. Doch weißt du, Hubert, weißt du, dann stehst du da und sagst so Sachen, dass dich die Diskussion verwundert. Was soll ich denn jetzt damit machen? Denn selbst wenn du nicht schuldig bist, ein Menschenfreund wird sich nicht fragen, wieso das so ein Ding sein muss. Er fände es selbst kaum zu ertragen. Doch alles, was aus deinen Augen, aus deinem Kopf zu quellen scheint, ist Sorge um die eigene Zukunft und nicht um die Vergangenheit. Vielen Dank. Sarah Bosetti! Die Regierungsklausur auf Schloss Meseberg hat die zweite Hälfte der Legislaturperiode eingeläutet. Ja,
die streiten wirklich schon 2 Jahre lang. Es ist schon Halbzeit. Und jetzt herrschte mal kurz demonstrative Harmonie. Und gerade noch rechtzeitig vor Meseberg hat es ja dann auch einen Durchbruch gegeben bei der Kindergrundsicherung. Wir erinnern uns, Familienministerin Lisa Paus wollte 12 Milliarden Euro, Finanzminister Christian Lindner wollte nur 2 Milliarden Euro geben. Sie haben sich in der Mitte getroffen bei 2,4 Milliarden Euro. Bäm! Was für ein Erfolg für Lisa Paus. Mich erinnert das daran, wie ich damals diesen gebrauchten Golf gekauft habe. Ich weiß noch, der Händler wollte 35.000 Euro haben. Und ich habe gesagt, nicht mit mir, Meister. Das Angebot akzeptiere ich nur, wenn du die Fußmatten noch mal ausschüttelst. Bei der Pressekonferenz merkte man dann auch, dass die Konflikte keineswegs beigelegt sind. Paus versucht, nicht unzufrieden zu wirken. Lindner hat es leichter. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben. Du kannst auch zufrieden sein, damit meint Paus die Geldsumme, die Christian Lindner für ihr Projekt jetzt einplant. Also ich will nichts beschreien, aber wenn ich Lindner wäre, hätte ich beim Frühstück in Meseberg wirklich sehr genau kontrolliert, ob das wirklich Litschis im Joghurt sind. Oder ob da nicht jemand reingerotzt hat. Es ist höchste Zeit, allerhöchste Zeit für ein neues Trash-TV-Format. Letzte Woche, dicke Luft im Sommerschloss der Stars. Alter, ich hab langsam zero Bock mehr. Digga, hab das Gefühl, manchen geht's nur drum, bei Insta zu scoren. Es eskalierte zwischen Lisa und Christian. Yo, ist enough, Alter. Irgendwann muss man auch mal einen Point machen. Was ein Arschloch, ey. Bro, ich will nur ein bisschen Cash machen und sie kommt mir mit armen Teppichratten. Alter, juckt. Aber nix mit Bro, Allition zur Staffelhälfte. Auch von den anderen gab's keinen Support für Lisa. Ja, Digga, wenn sie unbedingt Kinder sichern will, kann sie ja welche im Auto anschnallen gehen. Ab wann heißt es endlich Couple Up statt Abkapseln im Sommerschloss der Stars? 16 Ministerinnen und Minister, 0 Gemeinsamkeiten und eine Frage. Wer kommt am besten an und schafft es, eine stabile Regierung vorzutäuschen? Haben Christian und Lisa ihren Streit geklärt? Wer ist der Alpha-Boy? Robert? Christian? Oder doch Olaf? Tag 543 im Schloss. Halbzeit für die Bewohner. Ich hab nix gegen Sozialdemokraten, solange sie halt keine sozialdemokratische Politik machen. You know? Ja, aber wer passt da besser als die moralische Hollywood-Schaukel Olaf? Wer nämlich keine Meinung hat, hat den Kompromiss schon gefunden. Lol. Und heute darf ausgerechnet Christian entscheiden, wer mit ihm auf das Tagesdate gehen darf. Na? Liebe Bro-Wohner, wer darf mit mir auf das große Date? Da gibt's nur einen, der das verdient hat. Ich wähle mich selber. Ich wähle mich selber. WTF, ich dachte, er fragt dich. Ja, Mann, dachte ich auch. Er ist so unnormal Einzelgänger, Digga. Neuer Tag, neuer Korb, sag ich ja immer. Wir sind hier nicht auf Bro Island. Und jetzt auch noch das. Ein neuer Bewohner stellt die Gruppe vor die nächste Herausforderung. Fuck, Alter, was will der denn hier? Was geht? Ich bin Friedrich, ich hab 3 Liter Sangria dabei und die müssen weg. Zerstört Friedrich die neue Harmonie im Schloss und wo ist eigentlich Olaf? Der Baum brennt und es bleibt spannend im Sommerschloss der Stars. Ein Film von Sine Wiegers und Sebastian Stille. Viel Krach, wieder mal. Viel Streit, dann harmonische 2 Tage. Am Ende auch eine plausible Erklärung von Finanzminister Lindner. Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Ja, und Kanzler Scholz springt ihm bei im Baumarkt und sagt: Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Was ist da los, fragen Sie sich völlig zu Recht. Zeit für eine neue Folge von Christian Lindner und Olaf Scholz. Sie haben eine Krankheit. Es ist ein Leiden, das mir in meiner Praxis häufig begegnet. Es betrifft Politikerinnen und Politiker, aber auch Journalisten, bisweilen auch Lehrerinnen. Sie haben es eben gehört, hämmern, schrauben, Schalldämpfer. Das sagen die beiden natürlich nicht einfach so. Lindner und Scholz haben Metapher.
Und ich kann Ihnen auch sagen, bei wem Sie sich angesteckt haben. Bei Robert Habeck. Habeck ist der Metaphern-Superspreader. Schauen wir uns das Krankheitsbild bei ihm einmal genauer an. Wir wissen es, dass wenn man regiert, der Wind immer von vorne kommt. Wir kreuzen gegen den Wind. Wir fallen manchmal zurück, um dann in kühnen Manövern nach vorne zu stechen. Und manchmal ja, manchmal müssen wir auch rudern. Ja, ist ganz typisch. Für einen gesunden Menschen ist es natürlich schwierig, das hier Gesagte zu dekodieren. Man segelt gegen den Wind und manchmal muss man rudern. Warum muss man rudern, wenn doch Wind ist? Rudern tut man bei Flaute. Aber wie kann man bei Flaute Gegenwind haben? Wenn man jetzt die Erkrankten mit diesen Widersprüchen konfrontiert, neigen sie häufig dazu, auszuweichen in eine andere Metapher, wie dieser Ausschnitt von Abendblatt TV beweist. Handball ist eine interessante Sportart, weil man viel über Handball, im Handball über die Politik lernen kann. Beispielsweise ist es eigentlich nicht möglich, als Rechtshänder links anzutäuschen, um rechts vorbeizugehen, weil ja die ballführende Hand dann an dem Gegenspieler vorbeigeführt wird und er braucht eigentlich nur draufzuschlagen und der Ball ist weg. Sehr gut, als Rechtshänder ist es allerdings möglich, links anzutäuschen und am rechts vorbeizugehen. Ja, das kann man gar nicht verstehen. Ich habe gemerkt, Sie haben versucht zu folgen. Die ballführende linke Hand geht bei Rechtshändern links vorbei. Was soll das heißen? Und ist der Ball in der rechten oder in der linken Hand? Und braucht man nicht eigentlich die rechte Hand zum Segeln? Und die Linke zum Rudern? Im Prinzip schon. Es sei denn, man leidet unter Metapher und spielt nebenbei auch noch Fußball. Wir spielen genauso am Platz 1 wie die anderen. Klar, im Moment liegen wir 2 Tore hinten, aber da bin ich bei Herrn Merz. 4 Wochen ist eine lange Zeit. Ist eine super lange Zeit. Und wir sind immer in der Lage, einen steilen Pass aus der Tiefe des Raumes nach vorne in den Strafraum zu spielen. Und zack, dreht sich das Ding. Die Grünen stehen also im Mittelfeld bei Herrn Merz. Von da aus spielen sie ihre Pässe nach vorn in den gegnerischen Strafraum. Das klingt nach Metapher im Endstadium. Aber wenn die Symptome einmal so ausgeprägt sind wie bei Robert Habeck, kann man davon ausgehen, es geht noch lange so weiter. Im Bundestag sitzen wir in der Mitte. Und wir sitzen nicht aus Versehen dort, weil unsere Themen im Zentrum der gesellschaftlichen Debatte stehen. Da tut es weh. Da ist es heiß in der Küche. Und schon ist er in der Küche. Mitten im Bundestag. Da ist eine Küche. Mit Dunstabzugshaube und allem drum und dran. Ist Ihnen nie aufgefallen? Mir auch nicht. Aber da steht der Habeck und hat die Pfanne heiß. Von der Küche aus geht es dann aber irgendwann auch mal ins Schlafzimmer. Wenn man von einer Marktelastizität redet, also die Märkte sind ja dehnbar und wenn die an einer einen Stelle so ein bisschen Wasserbetteffekt, da haust du dann da drauf und drückst du runter, auf der anderen Stelle geht's hoch und dann insgesamt ist aber das gleich viel Wasser am Markt und irgendwann, wenn die Hand wieder weggeht, juckelt sich das schon wieder zurecht. So sich das vorstellt, dann schließt es eben aus, dass die Matratze platzt oder dass das Wasser ausläuft oder dass auf allen Ecken drauf gedrückt wird und man jedenfalls nicht mehr drauf liegen kann. Ich weiß, was Sie denken. Keine Ahnung, was er meint. Aber wenn es was Sexuelles ist, bin ich raus. Ich als Arzt sehe in diesem Satz aber noch mehr. Denn das Wasser, das Robert Habeck im Wasserbett hat, das fehlt ja woanders. Der gemeinsame Grund unserer Gesellschaft ist ausgetrocknet. Er hat Risse bekommen und kleine Schollen sind entstanden. Auf diesen Stollen leben Menschen in Gruppen und Grüppchen. Wenn es aber stark regnet, dann kann ein solch ausgetrockneter Boden all das Wasser nicht mehr aufnehmen. Dann bildet sich ein Graben, der das Land in 2 Hälften teilt. Ja, das Bild hat er echt zu Ende gedribbelt. Da ist ein Graben, der die Menschen teilt. Auf der einen Seite die Menschen, die ihn einfach nicht verstehen. Auf der anderen Seite Robert Habeck. Aber man muss halt aufpassen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht infiziert. Und es ist schon geschehen. Nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus dem politischen Berlin wurden infiziert. Auch Menschen wie zum Beispiel der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Er hat sich viel mit Habeck beschäftigt. Inzwischen spricht er so. Es ist fatal, was die Grünen sich, ich sage es, als Tor angetan haben, regelrecht als Eigentor. Jetzt ist der schwarze Peter gewissermaßen im Feld der Grünen. Nach der Sommerpause ist vor der Sommerpause. Nach der Sommerpause ist vor der Sommerpause und der schwarze Peter liegt im Fußballfeld. Da hat er sich einen Bildbruch gehoben. Albrecht von Lucke hat ebenfalls Metapher und nicht nur das. Er hat auch Bücherwand. Bücherwand, eine schlimme Krankheit, die zwar interessant aussieht, die Menschen aber zunehmend isoliert, wenn sie infiziert sind. Denn Mitmenschen wenden sich ab und
wollen auf keinen Fall beim Umzug helfen. Mehr dazu gibt's in der nächsten Ausgabe von